Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Heute spielen wir mal wieder Ghost of Tsushima weiter. Das haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ja, wir haben, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel zu tun für die Burg Shimura. Beschaffe die Familienrüstung des Sakai-Clans. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir die nochmal herkriegen, aber das werden wir bestimmt schon finden. Bestimmt hier bei dem goldenen. Bei Omi! Bei Omi werden vielleicht kriegen. Das sieht so golden aus wie Jins Reise oder so. Aber wir haben auch noch Masako. Da haben wir auch noch die Geschichten übrig. Die werden wir auf jeden Fall noch machen. Da ist auch noch ein kleines Fragezeichen. Ah, ein Duell. Und eine letzte Bitte. Ja, fangen wir doch direkt mal an. Und ich habe eben das Spiel gestartet und nochmal geguckt, ob ich die Steuerung noch irgendwie drauf kriege. Und wo bin ich gelandet? Ja. Genau, vor einem Bambusstand. Yay! Klar, das ist Karma, ey. Oh. Oh nee, Moment, wir haben das haben schon gemacht. Oh, Gott sei Dank. Halleluja! Doch kein schlechtes Karma hier. Oh Gott, wir haben es schon fertig gemacht. Zum Glück. Oh, es wird gerade krass neblig. Ah, sieht irgendwie cool aus. So. Gut, dass wir das schon gemacht haben. Ich hatte schon dezent Panik. Oh, hier haben wir auch noch eine Nebenmission versteckt. Großzügigkeit von Fürstin Sancho. Machen wir das mal. Kreis da einfach mal kurz hin. Dann schauen wir mal, was die Fürstin zu sagen hat. 60 Meter. Oh, da hinten. Oh. Hier ist wieder ein Händler. Sehen. Moment, bist du das? Nee. Fürstin? Willkommen. Oh. Möchtet ihr einen Tee? Ja, gib her. Tee? Aber wen kann ich denn hier ansprechen? Wer hat hier gerade geredet? Du bist Möchtet ja nur ihr ein sehen, Händler. Was ich habe? Wer ist denn hier die Fürstin? Und was kann ich mit dir machen? Du bist auch nicht. Du bist. Nein, du bist keine Fürstin. Wer ist denn hier die Fürstin? Wer hat hier gerade mit mir gesprochen? Ihr seht, sind nichts für uns. Sehr Dann lernen verdächtig wir aus. es. Wir kämpfen für Fürst Shimura und werden belohnt. Irgendwie wird mir die Mission auch nicht angezeigt. Das ist sehr merkwürdig. Sprich mit Fürstin Sancho. 10 Meter. Das muss ja einer von denen hier, die hier rumsitzen, sein. Ah. Dann kann hier niemand ansprechen. Vielleicht kann ich hier nochmal reinreisen. Mal gucken, vielleicht ist es jetzt gleich da. Ansonsten machen wir erstmal was anderes. So, 60 Meter. Aber es ist auch kein Missionszeichen da. 30, 20, ja, dann müsste irgendwo hier drin sein. Willkommen. Möchtet ihr Willkommen. einen Tee? Ich glaube, sie ist gar nicht hier, oder? Ihr Geist ist nur hier. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, aber sie scheint irgendwie nicht hier zu sein. Naja, gut. Dann, was sind das hier? Ich glaube, das sind die Legendenerzähler. Ja, dann reisen wir einfach mal hier oben hin zu dem Duell. Machen dort einfach mal. Wenn die gute Fürstin irgendwie nicht da ist. Außer ihre eine Sprechlein. Vielleicht taucht die ja irgendwann später nochmal auf. Oder wir müssen diese blaue Mission irgendwie noch fertig kriegen. Mal gucken. So, Pferdchen. Ich weiß nicht, was ich verbrochen habe, dass es ständig am Gewittern ist. Weil ich meine, das Wetter hat auch irgendwie was damit zu tun, wie man das Spiel spielt. Also, Schwierig. Es wird auch schwierig, hier runterzukommen. Vielleicht sollte ich das ohne das Pferd machen. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Ja, ich steig mal lieber ab. Bevor es hier noch zu Unfällen kommt. Ja. Ja. So.
Ist er direkt hier in dem Dorf? Ne, das ist ja ein anderes Dorf. Irgendwem gewesen. Warum brennt's hier? Ah, Herausforderung. Zünden wir erstmal den Wald an. Oh, da hätte er mich fast gehabt. Bam! Snatch. Ja, ich glaube, das war's auch schon. Da war ja mal ein Easy-Kampf. Achso, das ist ein Lagerfeuer, okay. Das sah aus, als wenn hier irgendwie alles Mögliche abfackeln. Oh! Ja. Nicht so schön. Was auch immer die zwei hier gemacht haben, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber da sind. Oh doch, hier sind überall Leichen drin. What the fuck? Gut, dass wir die erledigt haben. So, 100 Meter noch. Muss irgendwo dieses Duell stehen. Wahrscheinlich hier nicht auf dem Berg. 60 Meter. Was hat hier. Oh, da unten. Oh Gott, Pferd, stürz bitte nicht ab. Wie soll ich da runterkommen? Und da drüben kann ich da auch runterklettern oder ich versuche vielleicht über den Wasserfall runterzuspringen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber das ist auf jeden Fall noch irgendein Banner, was ich mitnehmen kann. Ah, hier geht's auch runter. Der hat sich hier mal einen Ort ausgesucht zum Kämpfen. Fürst Sakai, danke fürs Kommen. Oh, es geht ja direkt los. Normalerweise kommt da immer noch eine Zwischensequenz, Mensch. Ah, Kacke. Falsch Timing. So. Warum werde ich eigentlich im Wasser dreckig? Ihr versteht hoffentlich, dass dies nur ein Auftrag ist. Was für ein Auftrag? Werde ich niederschnetzeln hier. Aua, oder er niederschnetzelt mich. Oh nein, jetzt ist meine Geistfähigkeit wieder zurückgegangen. Scheiße, die war eigentlich relativ hoch. Oh, ich kann sogar noch wechseln, Mensch. Ich hatte sogar die falsche Kampfhaltung, Mensch. Jetzt geht's ab. Ha! Also direkt mehr Damage. Ah, warum hast du denn daneben getroffen? Mann! Die Musik ist geil. Erinnert mich so ein bisschen an Kung Fu Panda. So, jetzt ist er aber down, Mensch. Weg mit dir. Zack. Aber warum ist meine Rüstung so dreckig im Wasser? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich kann mal wieder Punkte ausgeben. Ja, dann wäre erledigt. Ein weiteres Duell. Ach, voll schön hier am Wasserfall eigentlich. Also, dass wir absolut mega dreckig sind jetzt, aber hey. Ja, Pferdchen wartet da. Voll neblig, ey. Mussten wir nicht auch irgendwie diese Duelle für irgendeine Rüstung irgendwie so was machen? Oder wartet nicht sogar die Familienrüstung? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Einmal wahrscheinlich noch herausfinden. Eine letzte Bitte. Die ist hier in der Nähe.
50 Meter nur. Okay, die muss irgendwo da oben dann wahrscheinlich sein. Ey, geschafft. Ach, da drüben. Ronin, schlachten diese Menschen ab. Gleich nicht mehr. Seid ihr so feige? Wer will noch? Wie dein Vater, als Hund. Als Hund. Ja, dann renn halt nicht weg. Kacke, da war eine Sekunde schneller als ich. Du Kackhund. So. Wer stirbt jetzt? Und wer schreit? Was geht denn hier ab? Oh, Moment. Da lag Zeug. Nehmen wir mit. Gerade hier doch irgendwo. Oh. Du hast hier wahrscheinlich nicht so rumgeschrien. Siege die Ronin, die das Gasthaus angreifen. Okay. Ach, hier. Die Lady hat wahrscheinlich rumgeschrien. Irgendwer ist noch hier. Er geht kommt her und kämpft! Wieder. Ich habe schon bessere Kämpfer getötet. Oh ja. Würde ich jetzt auch behaupten. Sind das nicht? Doch, das sind doch die Strohhut-Leute von unserem Ex-Kumpel. Ich habe doch bestimmt alle hierhin geschickt, um mich zu finden. Er ist hier. Ah ja, ich bin hier. Du gleich nicht mehr. Es gibt kein Entkommen. Vielleicht gibt es im Gasthaus Überlebende. Ah, die Lady haben wir doch schon gesehen. Moment. Hier. Hallo? Hier. Spart eure Kraft. Mein Herr, helft mir. Wieso greifen die Ronin euch an? Ich weiß nicht. Sie zwangen die hiesigen Männer, mit ihnen zu kommen. Sie haben meinen Mann, oder? Wisst ihr, wohin sie ging? Sie sprachen davon, zu einer Schlucht im Norden zu gehen. Bitte. Zu einer Schlucht. Oder. Oh, an Oda muss ich gerade an den Typen von Cyberpunk denken. Gab's auch einen Oda? Den man auch wegschmeißen konnte. Die Oda-Schlucht. Die betreiben dort Schmuggel und Sklavenhandel. Okay. Dann reisen wir da gleich mal hin. Mal erstmal noch ein bisschen looten, aber ich glaube, hier ist gar nicht so viel. Naja, doch ein bisschen Leinen. Ein bisschen Vorräder. Ich glaube, Vorräder haben wir auch jede Menge gerade. Wird das Wetter besser, wenn ich verhandelt? Man kann gerade gar nicht. Doch jetzt. Musik spielen? Ich glaube, so war das. Da oben. So unten. Ah, da ist schon wieder ein Fuchsbau. Ja, ich glaube, das Wetter wird besser. Oder auch nicht. Ich glaube, es wird eher schlimmer. Es sieht nur schöner aus jetzt. Obwohl, da kann ich ja auch hinlaufen. Und ein Tempel ist da oben vielleicht noch. Und ein Fuchsbaum. Hier. Hallo Fuchs. Schnell, Sora.
Ach, hier ist das Omi-Kloster. Glaub, hier mussten wir doch auch hin. Ich glaube, hier ist Masakos Mission oder so. Wo ist der Fuchs hin? Ah, da. Pass ich da durch? Ah ja. Natürlich, der Fuchs springt schon wieder irgendwelche Wände nach oben. Alter. Was ist das für eine Riesenstatue? Wo kommt die denn her? Ah, sieht voll schön aus. Ah, da ist der Fuchs. Yay. Ja. Wir haben jetzt noch einen Talismanplatz. Nice. Oh, der Fuchs ist leider weg. Talisman der Stille. Gucken, was kann das gute Ding? Reduzierte Gash-Punkte der Feinderkennung. Geschwindigkeit wahrscheinlich, der Feinderkennung 15% und niedere Erhöhung des Entschlossenheitsgewinns. Verehre zusätzliche Inari-Schreine, um die Effektivität dieses Talisman dauerhaft zu erhöhen. Oh, okay. Ist jetzt nicht so krass. Voll schön hier. Hier ist schon wieder ein goldener Vogel. Ja, wo du hinfliegst, da komme ich jetzt nicht unbedingt hin. Oh, die roten Bäume sehen so schön aus. Oh, da liegt noch Loot. Okay, da würde es wehtun. Autsch. Aber hey. Das sieht ja aus wie so ein Haiku-Platz, aber da kann ich mich nicht hinsetzen. Na gut. Wie schön. Wie schön sieht es aus. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Achso, da oben. Okay, suche nach der Flucht, nach dem Lager der Ronin. Und hier wäre die Masakos-Mission. Aber ich mache erstmal die Ronin weiter. Komm, ich renne jetzt nicht in Masako rein. Autsch. Goldene Vogel. Wie, du bringst mich zu Masako. Hier ist bestimmt noch irgendwas. Na nee. Riecht ja mal wieder eine heiße Quelle oder so. Hoffentlich kein Bambusstand. Ich hoffe, die habe ich jetzt alle mal gefunden. Hm. Die Statue ist ja immer mega. Kann ich die mir auch angucken? Oh, da war ein bisschen hoch. Okay, draufklettern kann ich nicht. Soll die wahrscheinlich auch eher nicht. Aber wie cool. Okay, da hinten ist Masako. Ich glaube, da will mich der Vogel sicherlich auch hinlenken, oder? Hm. Ich schwöre hier nur übers Wasser rüber. Naja. Aber ich will eigentlich... Kann ich mein Pferd hier nicht rufen? Nö, kann ich gerade nicht. Hm, na gut. Dann muss ich hier wahrscheinlich erstmal wieder rauslaufen. Damit ich da irgendwie weiter reiten kann. So. So. So, hier müsste ich doch wieder mein Pferd rufen können. So, 1,2 Kilometer. Okay, das ist noch sehr, sehr weit. Und ich muss irgendwo... Oh, ich kann hier gar nicht reiten in dem Gebiet. Das ist interessant. Ich muss hier irgendwie rauskommen, damit ich da weiterreiten kann. Niemand kann hinein. Es tut mir leid. Doch ihr müsst woanders unterkommen. Ihr lasst uns hier draußen sterben! Wenn wir euch hereinlassen, kommen die Mongolen und töten uns alle. Fürst Sakai,
Seid ihr das? Nein, ich will eigentlich eine andere Mission machen. Ach Mann. Es überrascht mich, dass ihr mich erkannt habt. Es ist lange her. Das letzte Mal sahen wir euch. Beim Duell mit den Ronin. Ein wahrhaft denkwürdiger Tag. Fürst Shimura wollte Frieden stiften. Der Ronin hatte andere Pläne. Euer Onkel hat das über die Jahre mehr als wieder gut gemacht. Doch genug von damals. Was bringt euch her, Fürst Sakai? Diese Leute aus Omi. Wollt ihr sie wirklich nicht reinlassen? Wir sind keine Kämpfer, mein Herr. Wenn die Mongolen die Flüchtenden holen wollen, können wir uns nicht verteidigen. Fürst Shimura wurde gerettet und stellt eine Armee zusammen. Der Khan hat dringendere Anliegen als diesen Tempel. Ihr habt nichts zu befürchten. Ihr seid sicher. Wenn die Mongolen angreifen, besiege ich sie. Ich verstehe, mein Herr. Wenn ihr uns euren Schutz versprecht, gewähren wir diesen Menschen sehr gerne eine sichere Unterkunft. Okay, das war einfach nur ein normales Gespräch. Kommt herein. Doch bitte, lasst eure Habseligkeiten und euer Vieh beim Tor. Dies ist ein heiliger Ort. Behandelt ihn bitte mit Respekt. Ah, deswegen darf ich da wahrscheinlich auch nicht durchreiten. Aber mein Pferd darf da rumstehen. Okay, gut, die gehen jetzt alle rein. Dachte schon, jetzt fängt irgendeine andere Mission wieder an. Die Frage ist nur, wie komme ich denn da hinten jetzt hin? Hier darf ich auf jeden Fall wieder weiterreiten. Fürst Sakai, ich wusste, ihr würdet helfen. Ach Mensch, er spricht mich denn jetzt ständig an. Welch eine Überraschung. Ist eure Familie wohlauf? Dank euch, mein Herr. Als wir erfuhren, dass die Schlacht von Komoda schlecht endete, verließen wir Omi und kamen her, wie ihr gesagt hattet. Doch die Mönche ließen euch nicht rein. So ist es. Mein Onkel und ich haben hier eine Vorgeschichte. Ich war schon sehr lange nicht mehr hier. Aber es freut mich, dass ich helfen konnte. Ihr habt uns nie enttäuscht, mein Herr. Ich bin froh, dass alle lebend aus Omi herauskamen. Habt ihr Neuigkeiten? Haben die Mongolen unsere Häuser zerstört? Ich war noch nicht wieder in Omi, seit die Mongolen kamen. Verstehe. Ich befürchte das Schlimmste. Doch wenigstens sind unsere Leute sicher. Bringt eure Familie in den Tempel. Ihr seid hier alle sicher. Danke. Mögen die Kami über euch wachen, Fürst Sakai. Gern geschehen. So. Wo kann ich denn jetzt weiter reiten? Hier oben scheint das wohl weiterzugehen. Das wird wohl noch eine längere Reise, wenn das so weitergeht. Oh, 1,2 Kilometer. Aber es sieht sehr, sehr schön aus mit den roten Bäumen und der Tempel. So, reite ich noch richtig? Nein, ich muss hier lang. Und hier liegt schon wieder irgendein Toter. Yay. Da hat gerade hier so ein Geheimnis. Ich glaube, ich höre schon wieder einen Fuchs. Aber wo? Wurde das schon aufgedeckt? Naja. 40 Meter. Ah, ja. Noch ein Fuchsbau. Oh, weh. Bin mir unsicher, ob ich hier mit dem Pferd rumreiten sollte, aber hey, hier ist auch ein Reh. Also, was mitkommt. Oh, wie geil sieht das aus, ey. So schön. So, jetzt habe ich den Fuchs aus den Augen verloren, verdammt. Fuchs, ich hör dich noch. Wahrscheinlich hier irgendwo am Strand. Das ist ein Reh. Wo ist der Fuchs hin? Hör dich doch noch. Ah, hier. Kann weitergehen. Gott, den sieht man hier gar nicht. Flotter so. Im Gras. Ah, hier. Yay. Warte, der Fuchs ist auch immer noch hier. Hör den doch. Oder? Ne, ich glaube, jetzt ist er doch weg.
Kein Fuchs streicheln. Der einsame Hirsch am Strand. Boah, sieht das schön aus. So, wieder vollkommen abgelenkt von der eigentlichen Mission. Wieder ein Fuchsbau entdeckt. Schön. So, da wollten wir eigentlich hin. Schon relativ nah an der Burg dran. So. In welche Richtung müssen wir da hin? Ich werde wahrscheinlich gleich noch mehr abgelenkt sein, wenn wieder irgendwelche Fuchsbauten. Oh, ich kann schon wieder ein Vogel. Ja, oder so was kommt.